Am 11. Juli 1991 war es soweit. Der McDonald's in der Wiener Straße in Bruck wurde eröffnet. Der Startschuss für die Erfolgsgeschichte von Franchise-Nehmer Andreas Gamsjäger. Heute, 30 Jahre später, wird der Spatenstich fürs mittlerweile 6. McDonald's-Restaurant gefeiert. Denn hier in Spital am Semmering soll bereits im November dieses Jahres die Eröffnung stattfinden. Für die Gemeinde eine große Bereicherung. Für unsere Gemeinde ist das natürlich heute ein ganz besonderer Tag mit der Spatenstichfeier für das neue McDonald's-Restaurant. Wir haben ja vor kurzem im Gemeinderat sogar einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gefasst. Und das Objekt wird also die Adresse bekommen, McDonald'sStraße 1. Und da sieht man, wie stolz die Gemeinde wirklich ist. Und es entsteht ja hier eigentlich unser zweitgrößter Betrieb mit bis zu 50 Arbeitsplätzen. Und das ist natürlich für eine kleine Gemeinde wie Spital am Semmering ist schon etwas ganz Besonderes. Der Standort liegt direkt neben der Autobahnauf- und Abfahrt und ist somit ideal erreichbar. Das Restaurant bietet mit seinen insgesamt 219 Sitzplätzen einen Ort für alle Generationen mit vielen Highlights. Erstens einmal die Stromtankstellen, dann ein sehr innovatives Konzept mit Erdwärme, mit Photovoltaik, dann einen Kinderspielplatz, innen und außen einen eigenen Partyraum. Also wir haben uns da sehr viel einfallen lassen, dass wir sozusagen auch eine Raststätte sind und natürlich auch für die regionale Bevölkerung ein guter Partner sind und für die alle da sind. Die Freude über die baldige Eröffnung sowie über das 30-jährige Jubiläum ist riesig. Vor allem, weil die Eröffnung in Bruck damals eigentlich ein Pilotprojekt war und man anfangs mit diesem riesigen Erfolg nicht gerechnet hat. Ich bin einfach mit Stolz erfüllt. Es ist wirklich toll, wenn man sich denkt, der 6. Betrieb, mittlerweile 240 Mitarbeiter, jetzt noch 50 dazu. Also da kann man nur stolz sein und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass das alles so funktioniert.